Du kommst aus gutem Elternhaus, wie gesagt, aber bist in der Unterwelt zu Hause. Und ich würde sagen, lass uns doch mal vielleicht da ansetzen, weil über deine, wo du jetzt quasi so bewegst und wo du hingekommen bist, gibt es schon relativ viel. Aber wie war so deine, wie war der Kolja quasi, bevor das Ganze anfing, mit wo du die Abendstunden quasi, die Abendschicht übernommen hast von deinem Familienmitglied. Weil davon weiß man, glaube ich, noch nicht so viel, zumindest habe ich nicht so viel finden können. Und wenn, war es so ein bisschen widersprüchlich. Also es hat angefangen zum Beispiel, es gibt eine Quelle, sagt, du bist geboren in Malta, eine andere Quelle sagt, du bist geboren in Augsburg. Ja, also das ist halt immer das Problem, was wir halt im Internet haben, dass da einfach jeder reingehen kann und ja, Sachen einfach schreiben kann. Das war uns aber allen, wie wir hier sind, auch bekannt, dass es natürlich auch mittlerweile Zeitungsartikel gibt, also Journalisten, die das auch machen. Das musste ich neu lernen. Deswegen also.